Moin moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Call of the Sea. Passt direkt jetzt dazu, denn wir sind gerade im Wasser und wir schwimmen ein bisschen mit der guten Tante hier rum. Auch kein Traum. It's hard to explain what I feel, but it isn't fear. Not a bit. Haben wir nicht mal ein bisschen Angst? So, wir können ja noch rumschwimmen. Das machen wir doch gleich mal. Die ist ein bisschen träge, ne? Die ist, hab ich schon tausendmal gesagt, die ist wirklich träge. Träge Mama, ist das eine träge Mama? So. Mal rausklippen. Another one of those gates, like the one I saw in the temple. Scheiße, komme ich jetzt zurück. Okay. I'm back to being me. Das ist schon abgespaced. Komm, lauf mal ein bisschen. It's hard for me to understand how these gates work. Oh, wir müssen nochmal zu. Every time I cross one of them. Und gleich wieder im Wasser. Okay. Das ist wirklich crazy. Also, können wir unten reinschwimmen? Wahrscheinlich, ne? Nee, da komme ich nicht ganz durch. Das ist, da ist eine Strömung. Ja, blöd. Boah, ich sehe hier gar nichts. Hä? Alter. Okay, da kann man nicht rein. Wo geht das hin? Das ist auch ein Tor, okay, dann gehen wir mal das Tor. Hier bringt mir nicht das Tor. Da ist doch. Ach, warte, da ist irgendwas da unter. Kann man was einstellen, okay. Another panel of this strange technology. What's it for? Something related to the currents? Ah, die müssen sich gleichzeitig wahrscheinlich kommen. Warte mal. Ah, guck mal, die müssen gleichzeitig ankommen, sonst wird das nichts. Okay, jetzt ist wahrscheinlich die Strömung weg. Nö. Jetzt muss ich wahrscheinlich mal irgendwas drücken. Hätte ich mir merken sollen. Jetzt läuft's runter. Was bringt mir das? Wie gar nichts, ne? Kommt mir so vor. Die Strömung ist immer noch da. Ich komme da immer noch nicht rein. Das jetzt könnte ich damit ausstellen vielleicht. Ach du, warte mal. Ja, jetzt weiß ich, warte mal. Ja, pass auf. Müssen sie sich umdrehen, das soll in die andere Richtung laufen. Also, nochmal. Jetzt läuft es in die andere Richtung, ne? Ah. Ah, okay. Hätte man sich auch denken können. Aber nein. Wow. Ich werde zu einem Fisch. Wirklich schon ein bisschen wie der Mann aus Atlantis. Kennt ihr den noch mit? Patrick Duffy? Oder bin ich für euch? The island is pierced by underground currents.
Auch eine beschissene Serie eigentlich, aber hat man damals geguckt, in den 80ern. Achso, ich dachte, da kann ich reinschwimmen. Kann ich gar nicht. Warte mal. Muss ja irgendwo ein Tor sein, damit ich... Da. Damit ich zum Mensch wieder werden kann. Abgespaced das Ding hier. Also jetzt wird es wirklich abgespaced ein bisschen, ne? Muss man mal sagen. That architecture again. Where is this gate going to lead me now? Oh, hier geht's runter. Backup! Mein Gott, sieht immer schöner aus hier, ne? What a quiet and peculiar place. Ha? Hier irgendwas mit dieser... Oh, das ist diese schwarze Flüssigkeit. Slaves and masters and Nicol. Wasn't Nicol in the notes? Okay, Mission gruselig. Das ist noch ein Zelt. Ist nicht auch noch mal kurz rein. Oh, sind sogar zwei. Man kann da irgendwas drücken. Was es jetzt genau bringt, wissen wir noch nicht. Drück's trotzdem mal alles. Die Hände, was haben die zu bedeuten? Ich komm nicht mehr raus, doch jetzt. I wonder who used to live. We father, we mother. Wie Vater, wie Mutter. I understood that. Gehen wir da hoch. Primitive bowls and plates. Das Zelt hier. Gehen wir mal rein. Das ist ein bisschen merkwürdig. Okay, manche sterben. Was für ein Wasser. Ist das, was ich jetzt bin? Okay, die gehen nicht runter. Aber Mechanismus sind ja wahrscheinlich, ne? Ach guck mal, hat den Ding auch hochgemacht wieder. Hey. Gibt's auf jeden Fall irgendein System hinter. Ja, gucken. Wir gehen jetzt mal hier weiter. Gucken, ob es noch mehr gibt hier zu entdecken. Although they are the same style, these huts are much simpler than the magnificent architecture I've seen up to now. Whoever the inhabitants were. They were living here against their will. Da geht's irgendwo runter. Wir gehen aber erstmal hier hoch. Hm? Hoch oder runter? Ich weiß nicht. Ach guck, da ist noch ein Zelt. Ja, geh erstmal hoch. Hier ist sich wieder so ein Monument, wollte ich sagen, so ein Monolith. Wir wissen ja nicht, wofür die gut sind. Deswegen drücken macht da noch nicht so viel Sinn. Is that black? How can I explain what's happening to me? What is the meaning of all this? God's blood, transformation, eternal life. I feel like I'm going through what was written in that inscription. Black blood in eyes, like in the well. Sorry, Lundin. Hm, muss man die alle runterdrücken vielleicht? Na, weiß ich noch nicht. Noch habe ich keinen. Okay, das haben wir uns notiert. Das war natürlich clever. Auch das einzig clever war eigentlich. So. Ich drücke die jetzt einfach alle runter. Was soll's. Dann nachher drücken wir nochmal auf das Ding drauf. Gucken wir, was passiert. Drücken wir nochmal runter. Huch. Das sind auf jeden Fall so, wie man sieht, verschiedene, Skalen drauf, glaube ich. Mal gucken. Hier geht es hier auf jeden Fall auch nochmal runter.
Vielleicht entdecken wir ja was Feines hier unten. Aber ganz schön weite Wege dann, ne? Wenn wir das jetzt verkehrt machen mit diesen Monolithen da. Okay, hier gibt's gar nichts, ne? There are some handmarks made with pigments. I wonder if they mean something. Symbolreihenfolge. I better draw them just in case. Hä? Was sind die jetzt für Symbolreihenfolgen abgemalt? Was anderes, was da oben drauf ist. Ah, hier ist noch was. Aha. Da oben ist noch was. Hat sie erst die aufgemalt, die wir noch gar nicht gesehen hatten? Vielleicht sollst du die aufmalen, Mädel. Okay. Also jetzt vier Symbolsachen da drauf. Ich weiß auch wirklich, was die bedeuten. Aber weiter geht's hier nicht. Drüben ist noch so ein Ding. Da kann man da rüber gehen? Nee, ne? Konnte ich aber nicht sehen. Guck mal, da drüben. Ach, die müssen wir uns hier auch irgendwie angucken. Können wir jetzt hier nicht ran. Können wir nicht rüber. Müssen wir schon durchs Wasser durch. Müssen wir nochmal so ein Portal haben. Blödes Portal. Ja, ich renne hoch, wie ihr merkt. Heieiei, ich bin der Turboman. Die Symbole drin, die wir aufgemalt haben, ne? Okay, also die Symbole sind ja auch da drin, das heißt... Hier sehen wir die Symbole. Und da müssen wir, glaube ich, irgendwie vielleicht danach gehen. Guck mal, das sind die Hände, die weißen Hände. Das heißt, den drücken wir nicht als erstes. Geht ja aber gar nicht, weil da sind ja nicht überall diese Dinger. Die Striche. Da oben ist so ein Ding mit... Das ist kein Monolith. Da habe ich einen übersehen. Müssen wir mal kurz gucken. Ich glaube, das ist die Reihenfolge, die wir machen sollen. Kann das sein? Wir erst, also erst diese Kringel oben drücken müssen, dann das, dann dies, dann das. Aber dafür müsste ja hier auch so ein Schalter sein. Hier ist ja kein Schalter drin, oder? Geht hier irgendwo, oder? Was ist denn hier? It seems that each family had to agree somehow to change the water level. I'm amazed at how organized they seem to be, despite them being so primitive. Being trapped here probably made them stronger as a community. Okay. Yeah. The inhabitants of this village lived at different altitudes. Some even lived inside the water. They used this sort of dam to lower or raise the water level. Okay, gut, also das haben wir schon gedacht, dass das Wasser hier Pegel hier steigen kann und runtergeht. Aber wie genau funktioniert der Kram? Das ist doch eine gute Idee. Das ist der letzte Knopf, den man drücken muss, glaube ich. Das heißt, wir müssen nochmal hier hinten längs gehen. Hier war so ein Monolith da drin. Da kann man für jeden Einzelnen drücken. Das testen wir jetzt einfach mal. Pass mal auf. Jetzt nur den drückt, den einen hier. Jetzt nur die Menschen das sagen, dann ist vielleicht das, dann geht der Pegel wahrscheinlich nur bis zum
Menschoberfläche hoch. Wenn man den obersten drückt, dann geht das Wasser bestimmt bis nach ganz nach oben. Das klingt doch logisch, oder? Bin ich jetzt blöd? Klingt ein bisschen logisch. Aha. Es ist bis da runtergegangen, aber es brachte uns gar nichts, ne? Aber die Idee dahinter war doch ganz gut. Gut, wir gehen mal jetzt versuchen, alle Dinge abzugreifen jetzt. Indem wir wirklich einmal da hoch und runter gehen. Oder müssen alle fünf gedrückt werden? Da steht Symbol Reihenfolge. Ich glaube, wir müssen in der richtigen Reihenfolge drücken. Wir machen das einfach mal. Jetzt mal. Erstmal ganz nach oben, weil das war die oberste Stufe, wo die anderen waren. Gucken wir mal, ob da die Kringelleute wohnen nochmal. Und auf jeden Fall die Rothandleute, die sind der mittlere. Jetzt müsste ja noch ein höher gehen, werden, genau. Gelbhandleute, das sind aber ganz unten. Also. Ja. Sehe ich nicht. Ich verstehe wirklich nicht so richtig. Macht aber nichts. Macht ja wahrscheinlich irgendwie wirklich nichts. Ist die vielleicht auch. Sollen die vielleicht wirklich alle drücken, damit. Jetzt haben wir zwei gedrückt, ne? Vielleicht müssen doch wirklich alle gedrückt werden, damit. Die da alle irgendwie bei sind. Aber ich glaube, die Reihenfolge das zu sagen. Gehen wir mal hier runter. Leider kein Monolith, hier gibt es nur diese Dinger hier. Gut. Bloß von den Kringeln habe ich jetzt keinen Knopf gefunden. So. Deswegen weiß ich nicht, ob das in die richtige Richtung geht. Probieren wir mal aus. So, auf dieser Ebene. Hier. Hier auch. Oder ist der Knopf von den gekringelten Leuten ist wahrscheinlich der da oben. Das ist deren Hauptknopf. Das könnte natürlich sein. Das heißt, den drückt man da als letztes sozusagen. Jetzt haben sie alle zugestimmt und jetzt können wir den drücken. Das ist auch verkehrt. Nur den drückt. Okay. Welchen müssen wir dann drücken, wenn wir uns ganz runter haben will? Wären die weißen Hände, oder bin ich blöd? Okay. Die weißen Hände sind ja da. Die hatten wir ja schon gedrückt. Das brachte uns ja gar nichts. Jetzt nicht ganz. Kurz. Das ist ja
Also das sind die obersten Leute. Muss man denn die Reihenfolge andersrum drücken, dass man sagt, man fängt unten an. Erst die mit den weißen Händen. Dann die mit den gelben. Dann die. Oh, das ist gar kein Sinn. Okay, versuchen wir es mal. Wir fangen an und drücken erstmal den hier. So. Und dann kommt als nächstes die gelben Hände. Die sind ja nicht hier. Die sollen wir also nicht drücken. Gucken wir, ob wir die gelben nochmal schnell finden. Das ist schnell. Darunter brauchen wir ja nichts, wissen wir schon. Kommen wir noch runter zu den Symbolen. Hier sind die roten, die drücken wir jetzt auch nicht. So, erstmal die gelben. Müsste halt die hier sein, ne? Da haben wir gelbe Hände drin. Ja, genau. Kontrollieren wir den. Und nach dem gelben kommen die roten, die sind hier unten. Und dann die gestrichelten und dann den Knopf drücken. Vielleicht macht das ja Sinn. Von unten nach oben. Probieren wir das. So. Wenn das ist, das jetzt nicht ist, dann hören wir sowieso auf, weil die Zeit abgelaufen ist. Aber dann haben wir auch genug ausprobiert, glaube ich. Gestrichelten, die sind jetzt hier, ne? Genau. Drinnen war das Ding. Und hier haben wir das gedrückt und dann gehen wir nach oben und drücken auf den Buzzer. Gucken, was passiert. Ich weiß auch nicht, ob das richtig ist, aber die Reihenfolge macht ja dann mehr Sinn als von oben nach unten, ging ja nicht. Aber cool. Das klappte. Gut. Haben wir geschafft. Machen wir beim nächsten Mal weiter und gucken, was mit diesen Knöpfen passiert. Bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Weil bevor ich da unten bin, sind nochmal 5 Minuten vergangen fast. Lasst ein Abo da, wenn ihr mögt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.